Ja, willkommen zu meinem Vortrag über den QGIS-Server. Es freut mich sehr, dass ich euch die Neuerungen von QGIS-Server vorstellen kann, die jetzt da während dem letzten Jahr so passiert sind. Vielleicht eine kleine Umfrage, wer hat QGIS-Server im Einsatz? Oh ja, das sind einige, ja. Gut, für diejenigen, die es nicht kennen, habe ich trotzdem noch schnell eine Slide, wo ich Allgemeines zum Projekt sage. Und dann kommen dann halt die Neuerungen. Also QGIS-Server, die Idee ist, WMS, WFS und WCS-Dienste werden angeboten. Und zwar, das QGIS kommt daher, dass das halt alles im Hintergrund die QGIS-Bibliotheken braucht. Also ist eine Anwendung, die jetzt keine grafische Benutzeroberfläche hat, im Server natürlich, sondern halt den Aufruf entgegennimmt, dann schaut, was sind da für Parameter drin und dann geht es halt zu den QGIS-Klassen, zum Beispiel QGIS Render Job und QGIS Map Layer, stellt das dort zusammen, lässt das von QGIS rendern in einen Memory-Bereich und dann wird das dann zurückgeschickt an den Client. Das ist die Idee. Gegründet wurde es 2006 am Institut für Kartografie der ETH Zürich. Und das war da im Rahmen von zwei EU-Projekten, Orchestra und Sunny, war das da der, zuerst hieß das Map and Diagram Service. Seit 2010 ist der QGIS-Server auch im offiziellen Quellcode von QGIS enthalten und somit ist auch der Release-Zyklus mit QGIS abgeglichen. Ja, oder besser gesagt, vorher gab es gar keinen Release-Zyklus. Technisch ist es eine Fast-CGI-Applikation, QGIS-Server. Das heißt, es läuft im Kontext eines Webservers, das ist meistens Apache. Und Apache hat ein FCGI-Modul, das FCGI-Modul schaut auf Anfragen, je nachdem, wie man das konfiguriert, sieht dann Apache, oh, das ist ein Fast-CGI, und ruft dann den QGIS-Server auf. Und das Gute daran ist eigentlich, Apache kümmert sich um viele heikle Sachen wie die Sicherheit und das Fast-CGI-Modul von Apache kümmert sich eben auch darum, dass wenn viele gleichzeitige Anfragen kommen, dann werden viele Prozesse von QGIS-Server gestartet und so kann dann die Last sozusagen parallelisiert abgearbeitet werden. Und wenn dann nicht mehr so viele Abfragen kommen, dann werden dann diese Instanzen auch wieder gestoppt. Jetzt am Anfang kam die Frage häufig, ja, QGIS-Server, wieso nochmal einen Server? Wir haben doch schon ganz viele Geo-Server und also ganz viele Server im GIS-Bereich, Geo-Server, Map-Server, noch viele mehr. Wieso braucht es denn noch einen? Und die Grundidee von QGIS-Server ist halt, dass man wirklich die Synergien halt nutzt, die zwischen Desktop-GIS und Server-GIS vorhanden sind. Zum Beispiel jetzt im WMS, da ist es halt sehr aufwendig, wenn man die Styles erstellt und hat man so ein Projektfile erstellt mit den Styles, dann möchte man das doch am liebsten auch gleich für die Publikation verwenden und nicht zuerst den Texteditor aufmachen und ein ganz langes Map-File erstellen. Das ist die eine Idee und die zweite ist, weil halt die Render-Engine auch die gleiche ist wie von QGIS, sieht es dann auch gleich aus. Und für die Entwickler ist es halt, ja, wenn wir schon einen Desktop-GIS entwickeln mit einer Rendering-Engine und der ganzen GIS-Logik, müssen wir nicht noch einen Server auch noch entwickeln. Sozusagen, also diese Synergie-Idee ist da sehr präsent. Wer verwendet QGIS-Server? Viele Leute mittlerweile. Also ich bringe da einige Beispiele. In Deutschland zum Beispiel die Stadt Jena. In der Schweiz Kanton Glarus, Kanton Solothurn, Stadt Uster. Dann unsere Firma, die Firma SourcePol, die verwendet es auch, nämlich für unseren Webdienst QGIS Cloud. Okay, gut, das war's mal vom allgemeinen Teil. Jetzt kommen die Neuerungen. Die erste Neuerung ist die OGC Compliance für WMS 1.3. Es ist ja so, dass Open Geospatial Consortium OGC definiert ja Standards wie WMS
Aber es gibt auch so Testsuiten von OGC, mit denen man als Autor von Server oder Clients testen kann, ob das Produkt auch mit der Spezifikation übereinstimmt. Und das habe ich gemacht für WMS 1.3. Und es ist so, da gibt es viele nicht-grafische Tests. Also es gibt da diese Java-Team-Engine, die dann die Tests macht, und das ist sehr praktisch gemacht. Man gibt dann da die Get-Capabilities-Adresse des Servers ein und dann läuft diese Team-Engine. Man muss noch ein Projekt erstellen, aber das ist sehr einfach. Es sind einige Layers, die kann man einfach in QGIS reinladen, jetzt im Falle des QGIS-Servers, und dann hat man abspeichern und man hat das Projekt. Und dann läuft diese Testsuite durch, und dann gibt es nicht-grafische Tests, die da XML testet. Und es gibt auch grafische Tests, weil beim WMS ist natürlich auch entscheidend, wie sieht das Kartenbild aus. Jetzt, das sieht folgendermaßen aus. Also für diese grafischen Tests zeigt diese Team Engine dann ein Bild, und dann muss man eine Frage beantworten und sagen, stimmt das? Ja, zum Beispiel im ersten im Bild da links oben wird getestet, ob da die Randlinie auch wirklich noch im Bild ist. Ja, und da muss man sagen, ja, sie ist drin, und dann klickt man Yes. Und bei diesem Test wird jetzt die Layer-Reihenfolge getestet. Und so macht diese Team Engine, kann eigentlich auch grafische Tests machen. Und es ist sehr interessant, was da rauskommt. Ich habe mir auch von Entwicklern von anderen Servern, die das schon gemacht haben, habe ich mir auch sagen lassen, ja, so out of the box erfüllt das, also ohne dass man das durchlaufen lässt und wirklich die entsprechenden Änderungen macht im Quellcode, erfüllt das kein Produkt. Ja. Und so war es auch bei Cookie Server. Also ich habe da einige Dinge gefunden, die nicht konform waren. Gut, man kann sagen, ja, viele sind es auf Detail-Level, aber andere auch nicht. Also zum Beispiel wird da getestet, ja, wenn eine Bounding-Box leer ist, die man da im Get-Map-Request sendet, dann muss der WMS-Server eine Exception zurücksenden und kein leeres Bild. Dann weiter war der Parameter Background-Color, war im Get-Map nicht unterstützt, und der muss aber da sein. Und dann koordinatensystemmäßig gibt es ja dieses CRS84, das muss für jeden Layer unterstützt werden. Das haben wir auch nicht gemacht. Wobei man muss sagen, CRS84 ist eigentlich WGS84 ohne Koordinatenumkehrung. Dann, und was für mich jetzt am meisten Arbeit gemacht hat, eigentlich, um das zu beheben, war da dieser letzte Punkt, dass wenn das Breite-Höhe-Verhältnis der Bounding-Box nicht mit der Breite-Höhe des angeforderten Bildes übereinstimmt, dann muss das Bild verzerrt werden, ja. Laut Spezifikation, ja. Habe ich mich auch gewundert, habe ich gedacht, ja, es ist auch viel praktischer, wenn es nicht verzerrt ist. Wer will denn das Bild verzerrt haben? Aber ich habe dann gelesen, die Spezifikation sei extra gemacht worden für den Fall, dass es Geräte gibt, die nicht quadratische Pixel haben. Und dann kann man das so machen, dass es dann auf diesem Gerät, eben genau auf diesem Gerät, dann nicht verzerrt ist. So. Ja. Gut, dann weitere Neuerung ist die Datumstransformation. Da muss ich etwas ausholen. Also beim Umprojizieren, da gibt es ja nicht nur die Projektion, sondern auch noch das Datum, und da muss dann halt die Projektierbibliothek muss dann so eine Datumstransformation machen, und die ist halt nicht eindeutig. Also es gibt für Transformationen verschiedene verschiedene mögliche Datumstransformationen, die können dann über WGS84 gehen oder über so ein NTV2-Gitter. Und das kann einen ziemlichen Unterschied machen. Und QGIS Desktop unterstützt das. Jetzt ist das Problem folgendes. Man kann einstellen in QGIS, dass QGIS bei einer neuen CRS-Kombination, wenn man einen Layer hinzulädt, und dann fragt QGIS, ja, für diese Kombination gibt es
ganz verschiedene Datumstransformationen, welche möchte man denn haben, die kann man dann anwählen, ja. Was sehr gut ist. Jetzt im Fall des Servers ist das etwas schwieriger, weil der Server kann ja kein Pop-up bringen und fragen, ja, was möchte man jetzt für eine Datumstransformation? Und er kann auch nicht wissen, was für eine Projektion der Benutzer in der anfragt, weil das weiß man ja erst, wenn man den Request hat, ja. Jetzt dafür gibt es eine Servererweiterung und das kann man in der Konfiguration einstellen. Sieht man bei dieser Syntax da unten, kann man so Default-Transformationen einstellen, die dann immer genommen werden, wenn hier zum Beispiel zwischen CH03 und CH95 transformiert wird. Ja. Man kann es natürlich im Projekt übersteuern, also wenn man im Projekt das Projekt umtransformiert und dort ist eine Transformation drinnen für einen Layer, dann ist der gespeichert im Projekt und wird dann zuerst genommen. Und erst wenn dort nichts gefunden ist, kommt da diese Default-Transformation zum Einsatz. Dann sehr praktisch sind so Markierungen im GetMap-Request und GetPrint-Request. Ich muss vielleicht noch sagen, wer den Cookie-Server nicht so kennt, GetPrint-Request ist so eine Spezialität von Cookie-Server. Das ist nicht im OGC-WMS-Standard enthalten. Die Idee ist, man möchte Druckvorlagen, man möchte webbasiert drucken und dazu die Cookies-Druckvorlagen verwenden. Dann kann man das machen in Cookies Desktop, macht man eine Druckzusammenstellung oder mehrere und die sind dann automatisch auch fürs webbasierte Drucken verfügbar. Genau. Und jetzt kommt der Punkt. Viele Benutzer möchten auf der Webkarte so Markierungen haben, möchten ein Objekt suchen und dann wird das gehighlightet oder angeschrieben und so weiter. Und dieses Highlighting, das soll nicht nur in der Webkarte sein, sondern es soll dann auch im webbasierten Druck sein, genau. Und das ist auch der Grund, weshalb man es serverseitig machen muss. Ich habe noch einen Screenshot, wie das aussieht. Weil, wenn man es kleinseitig macht, dann hat man es nicht im Druck. Und darum gibt es da diese Erweiterung für Cookie Server. Kann man sagen, an den Request kann man anhängen, da eine Highlight-Geometrie. Man kann die stylen, man kann sie beschriften und so weiter. Und das sieht dann aus wie in dem Screenshot da. Da ist da eine Suchfunktion und da hat man jetzt nach Bahnhofstraße Neffels gesucht und jetzt wird die da gehighlightet. Das heißt, der Webclient macht die Suche, hat die Geometrie und gibt dann diese Highlight-Geom mit der Syntax da unten an den Server. Ja. Genau, es gibt da diverse Optionen. Das ist da alles in der Dokumentation dann enthalten. So, nächstes Thema, Multithreader-Rendering im Server. Das ist jetzt eine Neuerung, die erst in Cookies 3 enthalten ist. Worum geht es da? Also in den Zweier-Versionen rendert der Cookie-Server Single-Threaded. Die Parallelität kommt aber dadurch, dass das Apache Fast-CGI-Modul halt mehrere Prozesse von Cookies erzeugt und die Prozesse dann gleichzeitig arbeiten, aber jeder halt Single-Threaded. Und neu kann man auch in einem Serverprozess Multithreaded rendern. Das wird folgendermaßen konfiguriert da. Es gibt ja diese fcgi.conf-Datei für Apache und dort kann man da diese Umgebungsvariablen einstellen. Da kann man einstellen, wie viel, also ob überhaupt parallel gerendert werden soll und wenn ja, mit wie vielen Threads. Genau, man kann dort auch einstellen, wie viele Prozesse das Apache Fast-CGI machen muss. Soweit, so gut. Jetzt, mich hat es selber Wunder genommen, wie viel, also Multithreading tönt ja immer gut und so und ja, toll. Wie viel bringt das wirklich? Und ich habe einen Benchmark dazu laufen lassen, weil ich nicht wusste, ja, ist die
Sind die mehreren Prozesse von Apache wichtiger oder bringt das Multithreading trotzdem noch etwas? Darum habe ich da einen Benchmark gemacht, und zwar auf meiner Arbeitsplatzmaschine, das ist nicht mehr die neueste, wie ihr seht, und mit einer PostGIS-Datenbank auf dem gleichen Rechner. Und der Test war der WMS der amtlichen Vermessung, Kanton Glarus. Ihr seht da einige Screenshots, also da sind so Bodenbedeckung, Grundstücksgrenzen und so weiter drin. Ist eigentlich, muss ich sagen, in der Glarus GDI einer der wichtigsten Services überhaupt, der am meisten aufgerufen wird. Und ich habe jetzt mit der Software JMeter getestet, wie sich das verhält unter Last. Ja. Also JMeter ist so eine Testsoftware, da kann man viele gleichzeitige Abfragen machen lassen. Und das kommt eigentlich aus diesem WMS-Benchmark von der Phosphor G 2009, 2010, 2011. Da wurde die Performance von mehreren WMS-Servern verglichen mit dieser Methodik. Und ich habe dann diese JMeter-Skripts genommen und auch die Skripts, die da die Anfragen generieren. Genau, und da sieht man, da gibt es nachher eine Auswertung. Also da werden zuerst wird ein paralleler Prozess laufen gelassen, dann werden Requests mit zwei Parallelen, mit 4, 8, 16, 32 und 64 parallelen Prozessen laufen gelassen. Und dann gibt es eine Auswertung, wie hoch der Durchsatz pro Sekunde ist. Und jetzt die Interpretation ist eigentlich, wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel das dunkelblaue da ist mit 6 Apache-Prozessen, aber single-threaded. Und das rote ist mit 6 Prozessen und 4 Threads. Interessant, und wir sehen, ja, es ist sogar langsamer mit mehr, mit Multithreaded Rendering, ja. Also, war für mich eine kleine Überraschung. Wir sehen auch, der schnellste ist da der 2.14er mit 6 Prozessen und einem Thread. Also, man kann da recht experimentieren. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, wieso ist es dann langsamer, wenn es doch multithreaded rendert und so. Ich habe dann beim laufenden Test etwas Top und so angeschaut und man sieht eigentlich, das Problem ist, wenn multithreaded gerendert wird, dann macht QGIS bis zu 4 gleichzeitige Connections pro Datenbank. Also es holt auch Daten parallel und wenn dann wirklich viele Prozesse und Threads sind, dann ist die Datenbank sehr unter Last und die Datenbank konsumiert dann recht viel CPU-Power, die dann nicht mehr für die WMS-Server-Prozesse zur Verfügung steht. Also Multithreaded heißt nicht immer schneller und die DB ist halt unter Last. Jetzt muss ich natürlich sagen, das war ein Test, und es kann bei anderen Konfigurationen völlig anders aussehen. Es sieht sicher auch anders aus, wenn man ein Szenario hat, wo man wenige gleichzeitige Anfragen hat, vielleicht nur eine, und die muss dann möglichst schnell abgearbeitet werden. Ja, das spielt auch immer eine Rolle. Gut, jetzt letzte Folie. Es gibt noch einige weitere Änderungen, die jetzt in der Entwicklerversion sind und die dann in der QGIS 3 im September erscheinen werden. So hat eine Gruppe von französischen Entwicklern hat den Quellcode ein wenig umgemodelt, sodass jetzt Services sind jetzt nicht mehr fest einkompiliert, sondern es sind sogenannte Module, ein wenig ähnlich wie QGIS Plugins, und die kann man dann dort in den Ordner setzen als DLL oder SO auf Unix. Und der Server erkennt dann sofort selbstständig, dass da ein neues Modul ist, also ein neuer Service. Dann weiter wird mehr Code, der eigentlich in den Serverklassen war, wird jetzt abgelöst dadurch, dass man halt den Code im Kern von QGIS erweitert, weil viele Dinge, die der Server können muss, konnte QGIS einfach nicht. Zum Beispiel QGIS musste immer genau ein Projekt haben,
Und es gab noch viele weitere Annahmen und der Server hat dann halt eigenen Code gemacht, um das zu verbessern. Und das fließt jetzt so langsam in den Kern von QGIS zurück und muss nicht mehr in den Serverklassen sein. Ja. Gut, ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich habe da mal die Entwicklerversion herausprobiert. Es gibt auch einige Dinge, die noch nicht gehen. Zum Beispiel da die Default-Datumstransformationen. Die gehen nicht mehr. Und es braucht im Moment mit der Entwicklerversion zwingend einen laufenden X-Server auf dem System. Früher war das auch nicht der Fall. Das ist auch nicht so schön, aber ja, es ist noch nicht September und so hoffe ich doch, dass das bis dann noch geflickt wird. Ja. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Ja, vielen Dank. Sehr interessante Dinge, die dann natürlich auch unter der Haube passieren. Gibt es dazu Fragen? Noch zu dieser Multithread-Rendering in QGIS 3. Also wenn man wenige parallele Anfragen hat, kommt dann die einzelne Antwort schneller, oder habe ich das? Das habe ich jetzt nicht getestet. Also, wobei wir können es anschauen. Nicht wirklich. Ja. Ja, das ist da der Fall. Ein Prozess, vier Threads. Eigentlich in diesem Fall auch nicht, ja. Weil es müsste ja zumindest am Anfang bei einem parallelen Request müsste es ja schneller sein. Es ist, glaube ich, ganz wenig schneller, aber nicht viel. Also das Viereck da ist knapp oberhalb. Was ist da wirklich dargestellt? So Requests per Second? Genau, also auf der Y-Achse ist der Durchsatz in Requests pro Sekunden. Und auf der X-Achse sind die Anzahl gleichzeitiger Requests, die JMeter loslässt. Aber das zeigt ja nicht die Zeit, wie viel das einzelne Rendering geht, oder? Nein, das ist nur Durchsatz, ja. Aber gut, der Durchsatz müsste ja dann höher sein beim Multithreader. Noch eine weitere Frage vielleicht? Nicht der Fall, vielleicht von mir nochmal eine Frage aus Anwendersicht. Diese Weiterentwicklungen stehen ja auch im Zusammenhang mit der QGIS 3-Version. Dinge, die man sich dafür vorgenommen hat, ist der Zeitplan da auch so, dass das dann alles zusammenpasst oder wird es das irgendwie einen anderen Zeitplan bedürfen für die 3er-Version? Also aus Sicht QGIS Server jetzt oder? Ja, ja. Ah, nein, das passt schon zusammen. Also eben aus Sicht QGIS Server sind es eigentlich nur noch einige Kleinigkeiten. Also es ist nicht so, dass QGIS Server da jetzt später fertig wäre oder so. Ja.